Wir starten dann ziemlich pünktlich los, Ja, gell? auf jeden Also für zwei Fall. Mamas ist Ja. doch schon mal super und Online-Unternehmerin. Genau, ich muss zugeben, bei mir in Portugal ist es erst 6:30. Stimmt. Das heißt, bei uns wird es jetzt erst langsam dunkel und mein Mann kümmert sich gerade um die Kids, daher um die zwei. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie so dein Weg ist? Also warum du dich überhaupt mit Zukunftsmärkten beschäftigst? Oder was beschäftigt dich gerade zurzeit? Wo möchtest du sagen, boah, das möchte ich jetzt mal teilen? Vielleicht irgendwas, was du aktuell in den Reels, weißt du, du weißt ja, wie das ist, 1 Minute Reel oder so, da kannst du Ja. gar nicht alles immer so viel reinpacken. Ja, du hast es vorhin auch kurz erwähnt. Ich habe ja ein ganz neues Instagram-Profil. Ich hatte davor ein anderes, habe das aber wirklich gelöscht, weil ich einfach auch gespürt habe, also das war letztes Jahr schon, es ist einfach Zeit, neue Wege zu gehen. Und in Bezug auf dieses, es ist Zeit, neue Wege zu gehen, habe ich mich natürlich auch entsprechend immer so ein bisschen mal umgehört, weil ich habe einfach festgestellt in meinem Leben, es ist irgendwie festgefahren. Ich habe Wünsche, ich habe Ziele, aber irgendwie komme ich einfach nicht vorwärts. Es bleibt irgendwie immer das Gleiche. Dieses Rad, es dreht sich, aber irgendwie nichts wird besser. Und die Erkenntnis daraus war natürlich, dass ich diese Veränderung immer im Außen gesucht habe. Ja, Bis klar. ich dann wirklich auch an den Punkt kam und mir selbst sagen durfte, ja, so funktioniert es einfach nicht. So funktioniert es nicht im Familienleben in dem Sinne, es funktioniert so nicht im Arbeitsleben und so gar nicht funktioniert es so beim Thema Geld. Ja. Ich kann mir zwar wünschen, dass ich hier im Lotto gewinne oder ich kann mir wünschen, dass hier irgendwie Bargeld reinflattert per Post. Aber runterregnet. ja, aber am Ende des Ja. Tages durfte ich wirklich einfach für mich feststellen, ich bin ja immer irgendwie in diesem Mangel gewesen. Und wenn ich im Mangel bin, wie soll denn das Geld den Weg auch zu mir selbst finden? Ne? Und Dann ich habe kriegst dann noch mehr wirklich, Mangel in dem Moment, ja, ja. total. Ja, Und das ist das, was viele nicht verstehen. Ja, daher sehr, sehr wichtiger Punkt. es ist der Wahnsinn, ne? Dadurch, dass du ja auch ständig, auch wenn du die Post nur schon aus dem Briefkasten holst, die Hoffnung hast, hoffentlich ist denn jetzt nicht eine Rechnung dabei oder irgendwas ja, irgendwas, wo du bezahlen musst, da rattert es doch dann automatisch schon los. Und ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft angucken oder auch ich jetzt hier in der Schweiz oder ob das Deutschland ist, Österreich, wie auch immer, ich glaube, wir haben alle etwas gemeinsam. Am Ende des Tages oder am Ende des Monats bleibt nie irgendwie was übrig. Im Gegenteil. Du fragst oder du Ja. fragst dich dann die ganze Zeit selbst, was soll ich denn noch tun? Ich Ja. arbeite doch schon die ganze Zeit. Mehr wird Kennst du den Spruch? nicht. Kennst du den Spruch? Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Ja, also weißt du, Ja, kenne ich. ich kann das mittlerweile nachvollziehen. Und so habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht und wie es, glaube ich, jeder macht, guckst du halt im Internet rum, was es alles so gibt und dann hast du da irgendwie ein YouTube-Video oder YouTuber, die dir irgendwie Dinge erzählen. Keine Ahnung, ob das Hand und Fuß hat oder nicht, oder du hast Telegram-Gruppen, nochmal keine Ahnung. Was Und war denn so, was war denn so überhaupt der entscheidende Moment? Kannst du dich da noch erinnern, dass du überhaupt angefangen hast zu suchen? Ist es schon dieses Finanzielle, wo du gesagt hast, eben am Ende vom Monat ist noch, andersrum, am Ende vom Geld ist noch so viel Monat? War das der Punkt oder was hat dich überhaupt dazu veranlagt, dass du ja. sagst, hey, ich gucke mich jetzt mal um, das geht so nicht weiter? Tatsächlich war der Punkt einfach wirklich der, dass ich gesagt habe, Sandra, du bist jetzt 38 Jahre alt, also damals noch 37. Echt jetzt? Das Ist es das war's jetzt? schon, gell? Nein, wirklich, Ja. ich gehe hier 8,5 Stunden in der Schweiz, 8,5 Stunden, 42-Stunden-Woche, gehe ich arbeiten, sehe meine Tochter fast nicht und das soll ich jetzt machen bis 65, wobei hier wird das Rentenalter stetig erhöht. Das ist ja überall so, oder? Genau, und ich so, boah, ne? Und Vor allen Lebens. Dingen, vor allen, sorry, vor allen Dingen Rentenalter. Ja, Du nee, weißt ja, ja, du weißt welche das auch mit Rente? den zwei. Also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, in Deutschland ist 2030 Schicht im Schacht. Also da gibt es gar keine Habe ich Zusicherung der gehört? Rente mehr.